Hallo zusammen, heute werde ich euch eine Palette vorstellen. Ja, ich habe mir eine Eyeshadow-Palette gekauft und zwar von BH Cosmetics. Ein DM in Frankfurt hat jetzt so eine Extra-Theke mit BH Cosmetics Artikel und da lagen einige Paletten rum und ich fand den Preis, also ich habe zweimal hingeguckt, 18 Euro, fand ich sensationell. Diese Paletten, diese Glam Reflection Rosé, es gibt 4 Stück aus dieser Glam Reflection Serie und die sind jetzt nicht neu. Ich habe auf YouTube nachgeschaut, im Februar, März wurden die schon vorgestellt, 2018. Ich stelle sie euch jetzt vor, Januar 2019. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so die Palettenqueen, aber diese Palette hat mich allein schon mal vom Packaging total angesprochen. Rosé Gold, ziemlich leicht, metallisch. Beim Öffnen entpuppt sie sich, guck doch mal, ein toller Spiegel. Also wenn man jetzt auch verreist zum Mitnehmen, es sind 3, 6, 9, 12, 15 Farben. Es sind 15 verschiedene Farben darin enthalten. Oh, wie sieht denn ihr das am besten? Ich glaube, das ist ziemlich hell hier so, ne? Also seidig, matte Farben, also seidige Farben, matte Farben. Die Pigmentierung von BH Cosmetics ist einfach sensationell. Ich habe es ausprobiert. Ich habe jetzt nichts drauf. Doch, ich habe diese Farbe drauf. Diesen Gelbton. Safranweiß. Ich habe das so ein bisschen, mir nur das Lid ein bisschen damit abgepudert. Die Pigmentierung dieser Farben ist sensationell. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Wartet mal, das ist vegan. Allergie getestet, logischerweise. Glutenfrei, dermatologisch getestet. Was schreiben Sie hier? Atemberaubende Farben. Und die haben wir wirklich, atemberaubende Farben, matt. Oder Schimmereffekt, die sind alleine wunderbar einsetzbar. Man kann die toll miteinander aufbauen, ja, also Farbe für Farbe, zarte Töne. Oder eben auch, um sie zu verstärken, diese einzelnen Farbtöne. Ich versuche, jetzt hat das Licht das schön eingefangen, ja. Perlmuttweiß, Champagnerweiß. Also jede einzeln für sich ist schon fantastisch. Also diese hellen zum Aufhellen und die braunen Töne zum Verblenden, um Tiefe zu verleihen, ja. Gut, cremige Töne. Jetzt könnte ich das ja mal swatchen, ne? Obwohl ich immer sage, ich gehe nicht mit dem Finger rein. Aber ich kann ja mal Folgendes machen. Ich meine, die sind jetzt uninteressant, ne? Das ist dieses Champagner, das ist Perlmuttweiß, das ist ja so ein Roségold. Diese Farbe finde ich auch ganz interessant. Die habe ich drauf, dieses Gelbton. Und man kann also einen tollen Tageslook, einen Abendlook, einen glamourösen Look, einen, also wirklich verschiedene Looks mitschminken. Und 18 Euro, ich dachte mir, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe sie mitgenommen und dachte, ich probiere es aus. Ich habe sie also letztes Jahr gekauft, vor 2 Wochen. Und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen, auf diese Palette, wo ich dachte, naja, Mensch, 18 Euro. Und bei der Gelegenheit habe ich auch mir 2 Pinsel gekauft von BH Cosmetics, von denen ich echt angetan bin. Kosten so zwischen 3 und 5 Euro. Einmal haben wir hier diesen Verblenderpinsel, der ist ganz, ganz weich, Synthetika, auch vegan. Ziemlich eng hier unten gebunden und dann fächert er sich aber so auf, dass man wunderbar den Eyeshadow verblenden kann. Und dieses kleine Stück, den fand ich ganz interessant, das ist so ein Präzisions-Eye-Pencil, wenn man sich also den berühmten Messi-Strich zieht, ne? Diesen Eyeliner oder Lidstrich, besser gesagt, wenn man jetzt ein Kajal aufgibt oder wenn ihr mit einem putrigen Lidschatten euch einfach so einen Lidstrich auftragen wollt, geht das wunderbar, auch zum Verblenden, ja. 2 empfehlenswerte Pinsel und diese Palette durchaus, also was durchaus im finanziellen Rahmen liegt. Und ich glaube, von der Palette hat man ganz, ganz viel. Und ich werde damit auch einige Looks schminken. Das habe ich mir vorgenommen für euch. Ich werde jetzt nicht umswitchen und die große Palettenqueen werden, auf keinen Fall. Aber 18 Euro finde ich noch vertretbarer, als jetzt 55, 60, 70 Euro auszugeben. Und ich dachte mir, Neuigkeiten zu zeigen, das heißt, so neu ist es ja nicht. Es ist nicht so super neu.
Allerdings im Regal von BH Cosmetics, wo diese vier Paletten lagen, war immer schön neu, 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 neu dran getaped. So, ne? Und deswegen habe ich die gefragt, die Verkäuferin, ist das wirklich neu? Ja, die sind so lange neu, bis es keine neuen gibt. Ne? Also wenn wieder neue auf den Markt kommen, das wäre ja dann im Frühjahr, dann sind die nicht mehr neu. Diese matten Töne, guck mal, das ist ganz satt. Ein ganz sattes, mattes, wow, braun, das ist so ein Aubergine. Und guck doch mal bitte diese Farben an, das ist doch der Burner. Der Burner, würde ich sagen. Hammer. Mensch, ich mach das mal sauber. Und was haben wir denn hier noch? Die finde ich auch ganz interessant. Diese. Wow. Diese hier. Und dann haben wir noch die. Ich breche mir hier gerade einen ab. Tolle Farben, ne? Also für grünliche Augen, für bräunliche, bläuliche Augen. Toll, ist für jeden. Und also das Packaging spricht mich total an. Ist wunderschön auch für die Reise, da habt ihr alles drin. Und auch eben dieser sehr großzügige Spiegel. Ja, Mensch, guckt euch mal diese Pigmentierung an. Ich kriege das nicht mal ab. Wird da mal sehen. Also unbedingt auch einen Primer benutzen, ist klar. Und wie gesagt, für jedes Auftragen eines budrigen Lidschattens braucht ihr einen Pinsel. Und das ist euer Werkzeug. Ne? Das ist wie beim Kochen. Man braucht ein Equipment. Ne? Oder beim Film drin brauche ich eine gute Kamera. Deshalb sind gute Pinsel so wichtig. Und gute Pinsel sind erfahrungsgemäß, also sie müssen nicht immer teuer sein, sind das zwar meistens, aber BH Cosmetics, das ist jetzt mal so ein Tipp für euch im Januar, wo ihr vielleicht mit liebäugeln könnt. Ich glaube, ich kann es nicht verlinken. Ich habe die schon gesucht, die Pinsel. Man kriegt das eben bei DM oder bei BH Cosmetics an sich. Die haben ja auch eine Online-Seite, ne? Da kann man das ja bestellen. Wer Interesse daran hat. Es sind tolle Pinsel. Mein nächstes Video wird im Übrigen ein Pinselvideo sein. Und zwar meine favoriten Pinsel. Ich habe schon mehrere Pinselvideos gemacht. Welcher Pinsel für was und wie viel braucht man. Aber ich werde euch ein Pinselvideo machen über meine Favoriten. Also meines Erachtens, was ich denke, was man oder was Frau bräuchte an Pinseln. Jetzt nicht um nur einen Look, generell um sich Make-ups zu schminken, um sich verschiedene Looks zu schminken. Man braucht die nicht alle auf einmal, aber was, genauso wie ihr in einem Haushalt Geschirr habt und das ja nicht alles auf einmal auf den Tisch stellt, aber ihr habt verschiedenes Geschirr, braucht man verschiedene Pinsel für verschiedene Looks oder egal, ob ihr jetzt was Flüssiges oder was Pudriges aufgeben wollt. Und da habe ich mal so ein paar Favoriten rausgesucht, so ein paar Highlights, die ich gut finde. Und das werde ich euch dann im nächsten Video vorstellen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste. Ich bleibe mir auch dieses Jahr treu. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.